Moin moin, liebe Shakespeare-Freunde, willkommen zu einem weiteren neuen Projekt für euch. Ihr habt richtig gehört, es gibt noch ein Projekt, und zwar das Tagebuchprojekt wird erstmal fallen gelassen. Es ist für mich momentan zeitlich unmöglich, dieses Projekt wirklich fortzusetzen. Es hatte zwar viele Likes, es hat euch anscheinend gefallen, aber ich schaffe es zeitlich wirklich nicht. Und jetzt gibt es hier wieder so ein Langzeitprojekt, ähnlich wie das, was ich euch gestern vorstellte, nämlich Projekt 25. Die Leute, die im Stream schon dabei waren, oder immer dabei, ja, dabei waren, die kennen das schon, denn ich habe das im Stream immer vorbereitet. Jetzt mache ich ein separates Video dazu. Projekt 25 ist einfach, dass wir hier nur bis Level 25 logischerweise spielen. Und ab da geht es nur noch um die Festung. Genau, Projekt 25 dreht sich ausschließlich um den Festungsausbau. Ich bin echt gespannt, die Gilde ist halt alle Level 25 hier und haben 75 Ritterhallenpunkte schon, das ist doch recht ordentlich. Leider hier schon einige inaktiv. Schade, schade. Aber ich werde auf jeden Fall mit am Ball bleiben, hab Festung YouTube in meinem Layout. Beim Stream ist dieser Account auch fest verdrahtet natürlich. Und ich habe da auf jeden Fall Bock drauf auf dieses Projekt. Werde euch immer mal wieder informieren, in den Videos zeigen, wie es hier vorangeht und so weiter und so fort. Hab hier schon Festungsstufe 2 jetzt im Stream erreicht, Arbeiterquartier gebaut, Steinbruch 2 und die Holzfällerhütte wird jetzt auf 2 ausgebaut. Wir verzichten auf die Akademie, weil wir wollen dann nicht höher als 25 kommen. Und die Schatzkammer ist ebenso unsinnig einfach. Ja, die Mine, die machen wir auf 1, damit wir immer mal wieder Edelsteine suchen können. Weil das bringt ja Gold. Und das Gold brauchen wir auf jeden Fall für den Ausbau. Und deswegen werden wir das hier auf jeden Fall machen. Also ausbauen, die Edelsteinmine. So. Ich glaube, um weiterzukommen später, brauchen wir hier den Magierturm und den Bogenschützen. Den Bogenplatz. Wenn wir die nicht brauchen, dann bringt es das eigentlich gar nicht, die zu bauen. Aber mal gucken. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob man die zwingend bauen muss oder nicht, damit man halt im Bau weiter voranschreiten kann. Also für die Schmiede. Warte, ich klicke mal rauf. Ah, die sagen einfach, geht nicht. Wir schauen jetzt noch eben bei dem anderen Account vorbei. Bei meinem Hauptaccount nämlich. Wir haben hier nämlich 2 neue Pets bekommen. Also nicht nur im Habitat, sondern richtig 2 neue Pets. Richtig, richtig cool. Wir können jetzt hier den letzten Kampf können wir noch machen. Mit unseren Wassertieren. Und Krokodil kann jetzt hier gleich ordentlich raushauen. Hoffe ich, dass er das macht. Er macht auch sehr schön. Da, 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 da. Richtig cool. Nom, 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 nom. Da habt ihr eventuell schon, wenn ihr aufgepasst habt, das hier gesehen. Hier im Habitat haben wir den geholt. Heute war ja, beziehungsweise gestern war Frühlingsanfang. Das heißt, auf den Rambock müssen wir richtig lange warten jetzt. Richtig doof, aber egal. Ich zeige euch das kurz. Wir haben hier Blinze bekommen. Richtig cool. Das war echt noch in der letzten Stunde, haben wir die gestern bekommen. Richtig, richtig nice. Jetzt sind wir hier dran und das ist ein hartes Stück. Das kann ich euch sagen. Und wir haben, aber Rupp die Katze habe ich glaube ich schon vorher bekommen, ne? Rupp die Katze hatten wir schon vorher. Und hier haben wir Kokofüll bekommen. Richtig cool. Feiere ich auch total. Und freue mich echt, wenn ich soweit bin. Weil es gibt hier einige Sachen schon, wo man merkt, dass es einfach gar nichts bringt. Die haben so krasse Stat-Unterschiede, die Tiere. Das ist nicht mehr normal. Hier beim Krokodil hat man das, glaube ich, richtig doll gemerkt. Obwohl wir da einige Level drüber sind. 13, um genau zu sein. Und das ist echt nicht mehr schön, Freunde. Ich sag's euch. Guck mal hier rein, aber wahrscheinlich wird es nicht. Na, natürlich nicht. Aber nun gut. Kann ja nicht immer klappen. Wir klicken uns jetzt hier einmal. Na, ich komme immer auf den Account. Das ist so scheiße.
Jetzt für den Tagebuch-Account. Hier können wir trotzdem weiter mitklicken. Ist halt relativ schade, aber wie gesagt, ich habe so wenig Zeit, Freunde. Ihr glaubt das gar nicht. Ich habe schon überlegt, irgendwann, wenn es wirklich richtig laufen sollte mit YouTube und wir nicht umziehen können, dann miete ich mir einfach so ein kleines... Es gibt da so Läden, die irgendwie einen Büroraum einfach nur haben, ne? Und da mache ich dann einfach vorne an die Fassade Mikes Spielekrotte und dann so Hauptquartier unten drunter, weißt du. Und dann, ja, ist das auf jeden Fall eine recht witzige Sache. Weil da kann ich dann auch tagsüber aufnehmen einfach und alles machen, wozu ich auch Bock habe. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier endlich mal wieder einen Sieg rausbekommen. Das kann ja wohl nicht angehen, dass wir hier nur kassieren. Ja, Ghetto und 27 Silber. Uiuiuiui. Uiuiui. Ich versuche die gleich mal nochmal auszuräumen. Schreib mir das mal auf. Ich hoffe, ich finde die Person wieder. Warte, Ferisek. 2000. Zack. Weil ist den Goldvorrat, den kann ich mir nicht nehmen lassen. Das ist ja mal richtig nice. Muss hier halt noch zweimal gehen, damit ich auf 30 Stärke komme. Lebensenergie habe ich schon ganz gut. Hier das Schild habe ich bekommen mit 6 Stärke. Richtig nice, freut mich total. Und ja, das war es auch schon wieder, liebe Freunde. Das war jetzt wieder nur ein etwas kürzeres Video, aber ich habe halt nicht so viel zu erzählen und ich mag das nicht, wenn ich das einfach so endlos in die Länge ziehe. Hier hätte ich zum Beispiel sogar noch einen Lebenstrank, aber 15 Pilze. Ich könnte hier vielleicht noch, das sind immerhin auch 40 Lebenspunkte, die ich bekomme. Ja, den Trank, den kann ich dann, ja komm, auch noch benutzen. Uiuiui, 2 Stück, alles klar. Aber gut, was wären das? 440? Ja, wäre schon eine ganze Menge, aber 30 Pilze werden das, ja. Das wäre schon echt heftig, aber halt auch ein guter Vorteil. Und in der Gene, da haben wir einen richtigen Suchtlappen. Hier der Devilzahn, guckt euch das an. Der hat einfach mal über, beziehungsweise knapp 580 gewonnene Kämpfe. Das ist richtig, richtig krank. Wir sind bei 70 gewonnenen Kämpfen, ist auch nicht schlecht, aber der hat, glaube ich, den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Und es ist einfach echt übertrieben, was er da durchgezogen hat. Aber nun gut, Props gehen auf jeden Fall raus an dich. Hier ist gleich die nächste Edelsteinsuche vorbei. Hier, ich habe übrigens ausgebaut, die Steinmine und meine Holzfällerhütte habe ich ausgebaut. Geht relativ klar, jetzt baue ich die Mine aus, damit ich meine Soldaten stärker machen kann. Klicken hier einmal rauf. Uiuiui. Können hier direkt wieder was mitnehmen. Und nein, hier wieder nicht. Okay. Zack, dann machen wir es einfach mal. Jetzt bedanke ich mich aber bei euch. Verabschiede ich mich von euch und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Würde mich wieder wie immer selber eure Kommentare freuen. Und natürlich über eure Daumen nach oben. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, ach, meine Augen, uiuiui, dann lasst ihr sehr gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich hoffe, ich bzw. denke, würde euch nicht enttäuschen mit dem Content, den ich zu Shakes & Fidget liefere. In diesem Sinne, wieder schauen und reingehauen.